Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boom Beach. Ja, wir haben schon sehr lange nicht mehr gespielt und sind immer noch ziemlich weit am Anfang. Wir haben das letzte Mal, falls sich der eine oder andere noch dran erinnern kann, ein paar Inseln befreit. Und ja, ich glaube, ich habe... Genau, ich habe noch mein Dorf ein wenig ausgebaut, wie man eventuell sehen kann, oder auch nicht. Und, genau, wir können uns kurz noch Diamanten abholen. Unsere Truppen sind kampfbereit und unser Boot mit dem Gold ist auch da. Gut, cool. Ja, wir können, das schwankt ein bisschen. Wir können 6 neue Sachen bauen: Wohngebäude, Holzlager, Schatzkammer, Mine, Mörser und Schützentür. Turm. Wir gucken kurz, was dauert. Mine, okay. Wir bauen erstmal einen Schützenturm. Den bauen wir. Kommt der hin? Den bauen wir hier in die Ecke. So. Als nächstes bauen wir einfach mal einen Mörser. Den stellen wir uns erstmal hier hin. Gut. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir doch einfach gleich mal los. Und, oh, hier sind wieder 2 Kisten. 6 Diamanten und 3 Diamanten. Wir gehen in die billigste Richtung, die wäre hier. Und da ist das Rattennest. Und dann würde ich sagen, erobern wir das Rattennest und befreien die Dorfbewohner. So. Es gibt ein Maschinengewehr und haufenweise Bomben. Also werden wir erstmal unsere Schiffe anliefern und dann würde ich sagen, nein, die Minen explodieren, okay. Unsere Männer sind durch die Mine gelaufen oder durch die Minen, aber sie scheinen es ganz gut überlebt zu haben. Und wir setzen schnell ein Leuchtfeuer, damit die Männer wissen, wo sie hinschießen sollen. Ich habe nämlich letztes Mal nach der Aufnahme noch ein klein wenig unsere Häuser verbessert, mit anderen auch das Hauptquartier, damit wir uns neue Sachen kaufen können. Ja, und wir haben schon wieder ein Dorf befreit, Leute. So einfach kann man Held werden. Ja, ein Held. Wir sind ja quasi schon ein kleiner Held, denn wir haben schon... Wie viele Dörfer haben wir befreit? Ich weiß es gar nicht. Mal ganz kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee. 3, 4, 5. Ich glaube 6 Dörfer, nee, 7, 8. 8 Dörfer haben wir schon befreit. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir hier lang. Granatenschock. Und dann würde ich sagen, greifen wir da gleich mal an, sobald wir unser Schiff wieder voll mit Truppen haben. So. Perfekt. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich schon das nächste. Ne, es ist ja kein Land, es ist eine Insel. Also würde ich sagen, gehen wir gleich schon die nächste Insel erobern und schießen schon mal auf die Mörser. Und wir kommen von hier. Auf jeden Fall. Und wir gehen mit unseren 12 Soldaten natürlich sofort in den Kampf. So, komm, das schaffen wir. Oder auch nicht. Oh nein, oh nein. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Erst den Mörser kaputt machen, erst den Mörser. Oh doch, okay, wir haben schon gewonnen. Ist ja richtig cool, wir haben schon gewonnen. Ich dachte, wir schaffen das nicht. Ich dachte, nein, der Mörser wird jetzt alle unsere Truppen da zerstören, aber... Ey Leute, wir haben es geschafft.
Wir haben schon wieder ein Dorf befreit. Es ist echt cool. Dann kaufen wir uns jetzt noch schnell den Rest frei, damit wir ein bisschen mehr frei haben. Entdecken dabei noch zwei Kisten. Dann würde ich sagen, erobern wir als nächstes tödlich. Ja, die Insel heißt so. Genau. Wir ballern gleich indirekt aufs Maschinengewehr drauf und dann gehen wir mit unseren neuen Männern auf Geschäftsstation. Gefechtsstation. Nicht Geschäftsstation. Ja, doch, es sind neun Männer und so, wir machen das gleich kaputt. So, dann sollte das erledigt sein. Was ist denn das hier? Kaputte Häuser? Okay, kein Problem. Und dann ballern wir gleich drauf. Jo, und mit einer Bombe von dem Schiff gleich das nächste Dorf befreit. Unsere Vorfahren wurden mit Lebensstatuen begraben, die ihnen in Jenseits helfen sollten. Die Schwarze Garde plündert die Gräber und nimmt die Statuen mit. Tja, immer wieder eine Insel mehr befreit. So schnell geht das. Wir sind ja schon richtige Helden. Wir spielen gerade mal seit. Kann man die Spielzeit hier eigentlich irgendwo lesen? Keine Ahnung. Wir spielen gerade mal auf jeden Fall seit, seit circa einer Stunde. Wir spielen nicht mal eine Stunde und sind schon richtige kleine Helden, die zigtausend Inseln schon befreit haben. Ja. Hier ist auch schon unser nächstes Ziel. Diesmal kommen wir von zwei verschiedenen Seiten und machen einen Überraschungsangriff. Und das Maschinengewehr ist richtig geil, das trifft uns nämlich hier in der Mitte nicht. Und gleich können wir erstmal fett eine Bombe absetzen. Und zwar jetzt. Und schon ist er weg. Leuchtsignal und einmal drauf schießen, bitte. Und schon ist die nächste Insel von der Schwarzen Garde befreit, Leute. Ja. Wir haben es einfach voll drauf. Eine Medaille mal wieder mehr und. Ah, an den Medaillen können wir ja eigentlich sehen, wie viele Inseln wir schon genau befreit haben. Wir haben schon genau 13 Inseln jetzt befreit. Ja, geil. Welche befreien wir als nächstes? Schützen, Dings, Dings, Dings. Munitionslager nehmen wir zuletzt, das ist Level 6. Nehmen wir zuerst Schützenkameraden 2. Ich glaube, das wird ein bisschen leichter. Und machen wir doch zuerst diesen Turm hier kaputt. Und gleich angreifen, Männer. So, alle von Bord und los geht's. Ich glaube, der kann uns eh nicht viel. Der Turm ist nämlich gleich Schrott. Und gleich auf den Turm hier schießen. Und dann haben wir auch schon wieder so gut wie gewonnen. Ja. So schnell geht das. Setzen wir wieder ein kleines Leuchtfeuer. Ist zwar eigentlich nicht nötig, sieht aber total cool aus. Und dann haben wir gleich auch die Insel hier befreit. Und ja. Schon wieder eine neue Insel befreit. Ja, es geht einfach schnell, Freunde. Es geht einfach viel zu schnell. Wir befreien einfach alle Leute in 0, nichts. Wir sind einfach genial. Als nächstes gehen wir zum. Nee, wir greifen erstmal gar nicht mehr an. Wir machen unsere Truppenvervollständigung. Und wir cheaten ein bisschen und machen den Mörser fertig. Sehr cool. Jetzt haben wir auch schon Mörser Level 1 und ich würde sagen, wir bauen noch Ressourcen. Holzlager. Unser Holzlager bauen wir erstmal hier hin. So. Ja, das war's auch schon wieder mit Boom Beach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst noch einen Daumen nach oben da.
Ja, komm, entfernen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Ideen habt, was wir bei Boom Beach mal Cooles machen könnten. Ich frage mich gerade, ob man nicht eigentlich auch andere Spiele angreifen kann. Denn eigentlich müsste das doch auch gehen, dass wir andere Spiele angreifen können. Denn das wäre doch ziemlich interessant und auch cool. Wartet mal ganz kurz. Okay, wir können anscheinend keine anderen Spieler. Na gut, okay. Ich glaube, wir können keine anderen Spieler angreifen. Schade ist es. Wäre aber richtig cool, wenn wir auch mal andere Spieler angreifen könnten und nicht nur die Schwarze Garde. Aber macht dir nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.